Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundestag entscheidet über Rentenpaket. Der Beitragssatz und das Rentenniveau, also das Verhältnis der Altersbezüge zu den Löhnen, sollen bis 2025 stabilisiert werden. Zudem will die Koalition Verbesserungen bei der Mütter- und der Erwerbsminderungsrente beschließen. Erneutes Spitzentreffen mit deutscher Autoindustrie. Bundesverkehrsminister Scheuer will die Hersteller doch noch von Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieselautos überzeugen, als Teil des geplanten Maßnahmenpakets der Regierung. Bislang lehnen die Firmen solche Umbauten ab. Europäische Volkspartei bestimmt Spitzenkandidaten für Europawahl. Bewerber sind der CSU-Politiker Weber und der frühere finnische Regierungschef Stubb. Die EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, ist derzeit stärkste Fraktion im Europaparlament. US-Justizminister Sessions reicht Rücktritt ein. Er habe dies auf Wunsch von US-Präsident Trump getan, so Sessions. Sessions wurde wiederholt von Trump angegriffen. Er hatte sich aus den Ermittlungen zu einer möglichen Einflussnahme Russlands auf den Präsidentschaftswahlkampf wegen Befangenheit zurückgezogen. Schüsse in Bar im US-Bundesstaat Kalifornien. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Verlässliches zu dem Vorfall in dem Lokal mit dem Namen Borderline Bar und Grill in der Stadt Thousand Oaks bei Los Angeles ist bislang nicht bekannt. Ein Augenzeuge spricht von mehr als 30 Schüssen. Das Wetter heute im Westen und Nordwesten teilweise sonnig, im Osten und Süden viele Wolken und gebietsweise Regen. Höchstwerte 9 bis 15 Grad.